Das ist das Sukkulentenhaus des Botanischen Gartens. Hier kultivieren wir Pflanzen aus Trockengebieten, das heißt aus Wüsten und Halbwüsten. Und das ist insofern interessant, da diese Pflanzen die spezielle Anpassung an das trockene Klima zeigen, zum Beispiel Wasserspeicherung in Stämmen, Wasserspeicherung in Blättern oder Wasserspeicherung in Wurzeln oder Zwiebeln aus völlig unterschiedlichen Familien stammen können. Die bekannteste Familie dieser sukkulenten Pflanzen sind sicher die Kakteen, die man aber ursprünglich nur in Nord- und Südamerika findet. Opuntien, die sie jetzt in Südeuropa oder auch Australien in großer Zahl finden, wurde allen durch die Menschen verschleppt. In Afrika oder Asien nimmt diese Nische der sukkulenten Pflanzen verschiedene Familien ein, zum Beispiel die Euphorbiazeen, die Wolfsmilchgewächse oder auch die Asklepiadaceen, eine Familie der Schwalbenwurzgewächse. Interessant ist, dass diese Pflanzen völlig ähnlich aussehen können. Es gibt Candelaber-Kakteen und Candelaber-Euphorbien, die man als Nichtfachmann kaum unterscheiden kann, weil sie in Anpassung an die trockenen Klimate eine völlig ähnliche Struktur der Wasserspeicherung in ihren Stämmen entwickelt haben. Diesen Zustand nennt man Konvergenz, das heißt Pflanzen aus nicht näher verwandten Familien bilden ein ganz ähnliches Aussehen in Anpassung an ähnliche oder fast identische Umweltbedingungen.